Und damit herzlich willkommen zum dritten Sommer-Jam-Spiel auf diesem Kanal. Als drittes habe ich mir auf jeden Fall eine andere Geschichte mal ausgesucht, nämlich eine andere Geschichte. Ja, und zwar von der guten Seele des Forums, nämlich Seele. Mein Gott, was für tolle Wortspiele hier, ich bin begeistert. Ja, und ich schlage vor, wir beginnen jetzt eine andere Geschichte, indem wir auf Beginn drücken. Ich habe täglich gebetet. Ich habe euch gebeten, dass das Leben besser wird. Und es wird jeden Tag immer beschissener. Und dennoch haben wir Krieg mit unbekannten Wesen. Die Familien hungern und eine Plage suchte in unser Landheim. Sie werden alle krank und sterben. Oh, das ist ja... Das kommt ja wirklich vor wie die heutigen modernen Zeiten. Ich verfluche dich, Göttin des Lichts. Ich werde nie wieder nach deiner Macht erbitten. So lange, bis ich es dann doch wieder tun werde. Endlich jemand, der die Göttin verwehrt. Wer seid ihr? Aber ich glaube, die ganzen Sprites hier, für die Charaktere, die sind, glaube ich, soweit ich weiß, alle von Seele selber gemacht. Das ist natürlich ne, auch schon ein, ja, ein Bonuspunkt immer. Quasi, ja, sag ich mal, in meiner Bewertung dann, die ich damit reinfließen lasse, ne, weil wenn man eigene Sachen macht, das ist, da steckt dann doch schon sehr viel Mühe drin, ne? Vor allem, wenn man es für ein ja, speziell für ein Projekt macht. Und ich weiß jetzt nicht, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass die Charaktere auch selbst gemacht sind, weil das sind halt keine Chibis. Ne? Also das ist natürlich auch schon mal an sich dann schon mal was Besonderes. Hat dann halt eine ganz eigene Note natürlich auch, das Spiel, ne? Wer seid ihr? Ich bin du, alle sind gleich. Ich erwünsche mir auch ein besseres Leben und dass der Krieg ein Ende hat und alle satt werden, dass es alle Menschen besser geht durch diese mystische, mysteriöse Krankheit. Könnt ihr uns helfen? Natürlich, deswegen wurde ich hierher gesandt. Dafür brauche ich deinen Enkel. Was werdet ihr mit ihm tun? Seine Seele nehmen oder auch meine? Nein, 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 ihr werdet alle am Leben bleiben. Dein Enkel wird der Schlüssel sein, der das bessere Leben ermöglicht. Folge mir, ich muss dir was zeigen. Siehst du dieses Kraut? Dieses heilt alle Krankheiten. Der Junge soll es benutzen. Aber es gibt einige Regeln zu befolgen. Guten Morgen, mein Enkel. Du bist ja früh wach und steckst deine Nase in den Büchern. War es ein so spannendes Buch, so dass du nicht zum Frühstück kommen wolltest? Warum hat der Enkel eigentlich keinen Charakter-Sprite? Das ist dann wiederum in dem Fall nicht ganz so gut, finde ich. Also, weil wenn, dann sollte man das doch schon einheitlich machen, finde ich. Also entweder ganz weglassen oder ja, für alle Charaktere ein K bzw. Facet haben, ne? Weil wenn manche sowas haben, manche nicht, das finde ich dann immer, ja, das finde ich dann in dem Fall dann doch nicht ganz so gut, weil es ist dann einfach nicht so einheitlich und dadurch dann auch irgendwie, ja, vielleicht nicht so ganz stimmig, zumindest finde ich das so, denn dann wirkt das halt so, als ob der, ja, so irgendwie, ja, kein eigenes Aussehen hat, sage ich mal, ne? Wenn er jetzt zum Beispiel hier der Großvater sogar viele verschiedene Sprites versichert und denkt einfach gar keins, das ist finde ich dann doch immer ein bisschen unschön. Es ging um die Ordensritter, sehr schön. Bevor wir gemeinsam frühstücken, möchte ich dir was zeigen. Was ist denn das für eine Pflanze? Dies ist ein Elfenkraut, dies heilt alle Wunden. Es wachsen sehr viele in der Gegend. Sammle sie alle und unsere Nöte werden ein Ende haben. Aber dieses Kraut wirst du nur im Mondlicht finden. Warte, bis es dunkel wird und sammle möglichst viele ein.
Gut, speichern wir mal. Der Mond scheint hell. Ja, jetzt wird es Zeit, die Kräuter zu finden. Du erkennst sie an den violetten Glitzern. Fürs Erste benötigen wir 5 Stück. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich tue, was ich kann. So, da steht sogar schon da oben in der Ecke, dass wir 5 Stück davon brauchen. Da ist schon mal eine. Das ist das Kraut, was mein Großvater mir gezeigt hat. Ich finde es aber cool, dass sie auch Animationen haben, die Charaktere. Also, das macht das Ganze natürlich dann ein bisschen lebendiger. Ja, okay, alles klar. Hätte ja sein können, dass da ein Fehler war oder so. Alles gut. Das ist nicht das richtige Kraut, seine Form ist anders. Oh, ja toll. Da wird der Opa Scheiße erzählt. Der hat gesagt, alles, was lila glitzert, ist das Kraut. Ja, schon wieder nicht das Richtige. Toll. Aber du bist doch bestimmt ein echtes Kraut. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt da dran? Scheiße. Anscheinend gar nicht. Ach so, okay. Ich dachte, die blauen Blumen kann man auch nicht passieren. Das ist das Kraut, das glitzert so schön. Na, wer sagt's denn? Nicht das Richtige. Oh. Das ist das Kraut. So. Ja, natürlich auch nicht schlecht hier, ne, mit dem Ausblick auf den Vollmond. Nanu, wer ist denn das? Ist das etwa wieder dieser Kapuzen-Heini? Der fragwürdige. Achso, nee, das hatte ich ja schon. Ah ja, ich kann auch laufen. Hätte ich mal vorher machen sollen. Ja! So, jetzt fehlt auch noch ein einziges. Ist das nicht schön? Ich wette, das hier ist es nicht. Oh. Ich spüre, meine Macht steigt. Oh, wer seid ihr? Ah, du musst sein Enkel sein. Du kennst meinen Großvater? Ja, natürlich. Ich bin der Gesandte. Ich habe deinem Großvater alles über das Kraut beigebracht. Danke, ich würde gern mehr wissen. Was weißt du noch? Und es war aber freundlich, dass er das sogar für mich genommen hat. Hehehe, was für ein wissbegieriger Junge. Also, ja, klar, redet eigentlich recht nett, aber ganz ehrlich, man weiß doch, Leute, die eine Kapuze aufhaben und kein Gesicht zu erkennen ist außer rote Augen. Solche Leute haben nur immer was zu verbergen, also das weiß man einfach. Ich glaube, du solltest zurück, dein Großvater wartet schon auf dich. Er erklärte dir die weiteren Einzelheiten. Wir sehen uns wieder, wenn du groß und kräftig bist. Ja, das war zum Glück keine verstörende Lache. Oha, was war denn das? Eine interessante Fähigkeit. Ja, Mapping. Also das, was ich bisher so sehe, das ist eigentlich auch soweit okay, würde ich sagen. Ne? Kann man sich jetzt eigentlich nicht beschweren. Wunderbar, ich erkläre dir, was du damit machen sollst. Ich habe ihn getroffen. Wen? Den Gesandten. Oh, das ist großartig. Was hat er dir erzählt? Also er sagte, viel Zeit ist vergangen. Leider tobte der Krieg noch immer. Die Hungernot dauerte an. Viele Menschen starben an der mysteriösen Krankheit. Der Enkel war zu klein, um die Handmittel zu verbreiten. Sein Großvater konnte ihn nicht begleiten, da er zu alt ist und der Vater vom Enkel ist an der Front gegen die Feinde. Und was ist mit seiner Mutter? Dies erfahrt ihr bald. Du bist groß geworden, mein Enkel. Du bist jetzt bereit, diese Heiltränke zu nutzen, die wir mit den Kräutern hergestellt haben. Ich danke dir. Die Zeit mit dir, sie war schön. Ja, das war sie. Komm mich mal besuchen. Weißt du, seit dem Tod von deiner Mutter warst du der Einzige, der bei mir war. Oh, ah ja, da haben wir es schon erfahren. Aber du musst gehen und die Krankenmenschen helfen. Ich warte auf dich. Das werde ich tun. Pass auf dich auf, Großvater. Du auch, mein Enkel. Ja, ich sag mal, der Enkel, der ist dann schon auch eine recht wichtige Figur. Also für den hätte man da definitiv auch noch einen Charakter-Sprite erstellen sollen. Ne? Wenn man sich schon dazu entscheidet. Das war ein erfolgreicher Tag. Viele Menschen wurden gerettet und ich habe eine Menge Gold bekommen.
Ach so, schade, ich dachte, wir können das selbst alles erleben. Gesandter, was macht ihr hier? Wir haben beide gute Arbeit geleistet. Du und ich. Aber ich bin nicht gekommen, um dich zu loben. Ich bin wegen einer schlimmen Nachricht hier. Ich wollte dir mitteilen, dass dein Großvater gestorben ist, aber seine Seele ist sicher bei mir. Warte mal. Habe ich vorhin mit ihm geredet? Ja gut, man weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Oh nein. Aber fahre deinen Weg fort. Du wirst viele Menschen retten können. Dies wäre bestimmt auch der Wunsch oder der letzte Wille zu deinem Großvater. Ja, das werde ich tun. Und bedenke, solange ich am Leben bin, ist das Elfenkraut wirksam. Na, wenn du das sagst. Ah ja, wir können uns frei bewegen. Wir reparieren die Brücke. Welche Brücke? Ich sehe keine. Leider könnt ihr nicht durch. Wir reparieren gerade die Brücke. Ihr müsst einen Moment genommen. Welche Brücke? Achso, die Brücke, okay. Puh, sind die Steine schwer. Aber wir müssen die Brücke bald richten. Jetzt ist hier gerade eine Baustelle. Ich muss euch bitten, zu entfernen. Kein Durchgang. Kein Durchgang. Wenn es kein Durchgang gibt, dann verschafft sich der Bernbro einfach welchen. Das weiß man einfach. Ich nehme an, man kann doch nirgendwo runter. Nein, das ist alles soweit gesperrt. Alles blockiert. Aber cooles Outfit für den Dude hier. Nanu, wer bist denn du? Ach, ja, komisch. Jetzt hat der Enkel auf immer doch einen Charakter-Sprite. Warum wird der vorher nicht? Das ist etwas seltsam. Vater, was machst du hier? Können wir ja schon fast meinen, das wurde vergessen. Hallo Selim, du bist ein Flügelritter, genau wie ich. Der Verlust zu deinem Großvater tut mir leid und auch, dass ich dir nicht viel früher beistehen konnte. Du weißt, der Krieg ist leider lange nicht zu Ende. Aber im Moment ist es ruhiger geworden. Deswegen möchte ich dich begleiten und sehen, wie du deine Arbeit machst. Du wirst stolz auf mich sein. Das werden wir sehen. Ach, da hat sich der Fall einfach angeschlossen. Oh, ich merke gerade, ich kann mit ESC kein Menü aufrufen. Wir bewachen das Tor, das ist doch schön. Ich bin stolz, dem Ort zu dienen. Auch das ist doch schön, finde ich. Das ist nicht so schön, dass verschlossen ist. Ja, okay, und jetzt? Ach Mensch, da kann ich doch runter. Habe ich das denn vorher nicht gesehen? Du bist doch der Heiler. Schau dir meine Großmama an. Der Heiler ist da. Er wird dich retten. Sie retten. Sie sterben lassen. Ich denke, er kennt mich. Ne, weil ich könnte sie natürlich retten, aber das wäre doch viel zu langweilig. Warum nicht mal was Außergewöhnliches ausprobieren? Sie sterben lassen. Ich kann sie leider nicht retten. Aber ist das wirklich ihr Ende? Ja, es ist vorbei. Tut mir leid. Das ist traurig. Ich werde von ihr Abschied nehmen. Möge die Göttin ihre Seele empfangen. Wieso? Wieso musste die alte Frau sterben? Na, damit der Zuschauer sieht, was passiert, wenn sie stirbt. Sie hat ihren Lebensweg erreicht. Sie wollte nicht geil werden. Ich weiß es nicht. Achso, ja, weiß ich nicht. Ja, gut, sie war schon alt, ne? Aber... vielleicht, ja, gut. Ob sie jetzt geheilt werden wollte, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es nicht weiß. Ja, komm, sag einfach, sie hat ihren Lebenszyklus erreicht. Ihre Lebenszeit war zu Ende. Ich kann sie nicht verlängern. Ach so. Okay, ja, das war ein sehr cooles Gespräch. Der Mann wollte da Abschied nehmen, da will ich nicht stören. Ja, cool. Dass da nicht weiter drauf eingegangen wird, der nimmt das einfach so hin, der Vater. Warum nicht?
ihr seid der Heiler, bitte rettet meinen kleinen Sohn. Ja, den will ich auf... Ja, komm, den will ich heilen. Der Heiler ist da, halte bitte ein wenig durch. Einfach auch mal, um zu gucken, wenn man einen rettet, ne? Man muss ja beides ausprobieren. Und, ja, der ist noch jung, der hat noch sein Leben vor sich. Ich kann ihn retten. Ich danke euch, junge Ritter. Trink diesen Trank, Junge, er macht dich groß und stark. Das war's, er wird bald wieder gesund. Danke. Puh, ziemlich ausgeglichen. Natürlich kannst du ja nicht alle retten. Ich wünschte, ich könnte das. Ihr seid der Heiler, bitte rett... Ja, wie jetzt? Ich hab dir doch gerade gerettet. Warte mal. Ja, wie? Was ist denn... Wie oft soll ich die denn noch retten? Ich dachte, einmal gerettet, immer gerettet. Aber anscheinend muss er ja jetzt ständig gerettet werden, rund um die Uhr. Hallo? 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 Och nö, bitte sag nicht, dass er ein Gamebreaker ist. Okay, es ist ein Gamebreaker. Der Bildschirm ist schwarz und es passiert nichts mehr. Ich dachte erstmal, ich bin aus dem Programm rausgeflogen, aber nein, das ist tatsächlich ein game-interner Bug. Das ist nur die Frage. Muss ich jetzt echt ganz von vorne fangen, weil ich... Ah nee, nicht ganz von vorne, weil da wurde zwischengespeichert. Ja, Gott sei Dank. Aber ich glaube, ich muss doch zumindest einen kleinen Teil wieder machen, ne? Also, hehe. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ja, viel konnte ich jetzt sowieso nicht mehr machen. Beziehungsweise musste ich nicht mehr machen, ne? Weil, genau. Also ich muss im Prinzip nur noch mal hier rein und... Ja, ich werde sie auch jetzt wieder nicht retten, aber... Aber... dieses Mal wird meine Begründung eine andere sein. Ist das wirklich Ende? Ja, vorbei. Tut mir leid. Wieso muss die alte Frau diesmal sterben? Sie wollte dieses Mal wollte sie nicht geheilt werden. Sie schüttelte mit dem Kopf, als ich ihr das Heilmittel geben wollte. Ich kann sie nicht zwingen. Es war ihr eigener Wunsch. Merkwürdig, aber wenn es ihr Wunsch ist, dann erfüllen wir ihn. Ja, was heißt, erfüllen wir ihn? Wir haben ihn bereits erfüllt. Okay. Ich frage mich, ob ich jetzt ausprobieren soll, ob ich den jetzt diesmal... Warte, was passiert, wenn ich den zuerst rette und dann sterben lasse? Oder erst sterben lasse und dann rette? Vielleicht geht das ja auch. Ich kann ihn nicht retten. Bitte sag, dass es nicht wahr ist. Er ist nur ein kleiner Junge. Er hat sein ganzes Leben vor sich. Es tut mir wirklich leid. Nein, nein, nein. Einfach mal ausprobieren. Du hast gerade zwei Personen verloren. Ich hoffe, dass dies nicht normal passiert. Ich tue, was ich kann. Okay, also wenn sie beide sterben, dann... Ja. Dann kann man in die Häuser auf jeden Fall nicht betreten. Aber gibt es sonst welche Auswirkungen? Achso, okay. Und dann ist auch komischerweise die Brücke fertig. Ich muss nicht mehr auf mein Zimmer, okay. Was ist das für ein Baum? Wieso versprüht er grüne Lichtpartikel und absorbiert sie? Du bist ein sehr guter Beobachter. Dieser Baum ist eine andere Geschichte. Ja, wie eine andere Geschichte? Was gibt das denn jetzt? Wir beschützen den Baum vor dem Feind. Dieser Baum muss beschützt werden. Wartet, es geht meinem Freund schlecht. Er wohnt in dem Haus mit dem roten Dach. Bitte helft ihm. Haus mit dem roten... Ach da. Dort findet sich das Schloss des Königs, so müssen wir nicht hin. Wir schauen nach den Bürgern der Stadt. Okay, alles klar, ich habe verstanden. Warte, Seli. Ich werde da draußen auf dich warten. Ich kann es mir nicht ansehen, wie viele Menschen du noch verlieren wirst. Okay, der weiß anscheinend schon Bescheid, was ich vorhab. Ich hoffe, du wirst dich diesmal anders entscheiden. Ihr seid der Heiler, bitte rettet meinen Mann. Er befindet sich im ersten Stockwerk. Bitte kommen Sie. Bitte retten Sie ihn.
Aha. Ich hab's wirklich versucht, aber ich schaff's einfach nicht. Er kann nicht gerettet werden. Und wird mein Mann leben? Nein, er wird es nicht schaffen. Tut mir leid. Bitte bleiben Sie hier. Lasst uns gemeinsam Abschied nehmen. Oh, okay. Also wenn die Leute hier sterben, dann lösen sie sich einfach auf, okay? Danke. Ich denke, Sie haben alles getan, was Sie konnten, auf alle Fälle. Was passiert? Bitte sag mir nicht, dass wieder jemand gestorben ist. Doch. Oh nein. Aber eigentlich interessant. Weil, wenn man jetzt alle rettet, ich frage mich, was das dann quasi für andere Auswirkungen hat. Achso, da können wir ja eh nicht hin. Wie geht es meinem Freund? Er ist jetzt in einer besseren Welt. Er hat es leider nicht geschafft. Es tut mir leid. Oh, das ist schade. Aber ihr könnt bestimmt nichts dafür. Nein, absolut nicht. Euch trifft keine Schuld. Ihr habt getan, was ihr konntet. Das ist absolut richtig. So. Was können wir denn noch Schönes hier machen? Okay, sonst können wir da erstmal nicht lang. Dann können wir aber mit Sicherheit in das Haus da. So. Ihr seid gekommen. Meine Frau ist krank. Helft ihr bitte. Seht ihr, ich kümmere mich um den Mann. Ja, komm, die können wir jetzt mal retten, würde ich sagen. Hatschi! Oh, verdammt. Es tut mir leid, ich kann nicht. Ah, gut. Das war jetzt ein kleiner Unfall, ne? Da konnte ich jetzt nichts für. Bitte rettet sie. Es tut mir wirklich leid. Gebt ihr den Trank. Es geht nicht. Sie war in Ortsritt, verdammt. Oh, meine geliebte Frau. Und wahrscheinlich aus Kuba begeht er mal jetzt auch noch Selbstmord. Wie konntest du sie nicht retten? Ich verstehe das nicht. Etwas ist seltsam an dir. Ich schlage vor, wir ruhen uns aus und ich hoffe, du wirst über dein Handeln nachdenken. Hier kommt die Auswertung deines Handelns. Die ersten zwei Häuser gestorben, die letzten zwei Häuser gestorben. Geheimes Ende, der ja seht ihr. Und genau deswegen habe ich das auch alles gemacht, weil ich genau wusste, dass es dann zu dem geheimen Ende hier kommt. Die Zeit der Menschen ist abgelaufen. Du hast zwar das geheime Ende erreicht, aber dies hat nicht zum richtigen Pfad der Story gebracht. Wiederhole die Errettung der Menschen nochmal und versuche den richtigen Pfad zu finden, um das Originalende zu erhalten. Ah ja. Okay, was für ein Plot-Twist. Also der dunkle Priester, der hatte ja dann wohl doch am Ende die Menschheit ausgerottet. Also dass der was Böses im Schilde führt, das habe ich wirklich nicht kommen sehen. Na gut, auf jeden Fall die 10 Minuten sind auf jeden Fall erfüllt. Aber viel länger ist das Spiel tatsächlich auch nicht. Was eigentlich auch nicht schlimm ist. Ich meine, die Bedingungen sind erfüllt, das ist die Hauptsache. Ich möchte aber gerne noch den anderen Weg, ne? Also den originalen Weg. Jetzt diesmal herausfinden. Und jetzt werde ich sie alle retten. So. Ja, keine Sorge, ich helfe der Großmutti. So, jetzt rette ich sie. Ich kann sie retten. Ich danke. Ich wüsste nicht, was ich ohne sie machen könnte. Nimm dir das ein. Es wird dir helfen. Da wird man wieder gesund. Ich danke der Göttin und dir. Eine tolle Leistung. Weiter so. Hehehe. Und tolle Gespräche. So, ja, den retten wir jetzt auf jeden Fall auch. Ich frage mich gerade, ob es dann auch noch einen Unterschied gibt, wenn man jetzt zum Beispiel die ersten zwei rettet und die letzten zwei dann nicht, oder auch umgekehrt, die ersten zwei nicht und dann dafür aber die letzten zwei. Da gibt es ja vielleicht auch sehr viele verschiedene Sachen. Der Heiler ist da, halte bitte ein wenig durch. Auch den werde ich jetzt diesmal retten. Ja gut, das kennen wir ja schon sogar. So. Ah ja. Aber das mit der anderen Geschichte und dem Baum, das verstehe ich mir nicht so richtig. Muss ich ja gestehen. Achso, ja, genau.
dann machen wir das auch erstmal. Naja, vielleicht ist das ja so... Beziehungsweise vielleicht hat das dann Auswirkungen auf das Richtige oder so. Hier seid ihr dann, bitte rette mein Mann, bla 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 bla, kennen wir. Ja, keine Sorge. Inrin. Tja, da hat er sich wohl aufgeregt, komischerweise. Und fährt mal über mein Leben? Ja, er wird es schaffen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Unglaublich, du hast 3 Menschen gerettet. Ich versuche dir Menschen zu helfen. Ausnahmsweise. Wie geht es, mein Freund? Sei unbesorgt, es geht ihm gut. Ich danke euch. Ja. Achso, der hat so ein bisschen was anderes zu sagen. Danke für die Rettung nochmal, ist ja gut. So, und die letzte werde ich auch noch retten und dann schauen wir, was passiert. Keine Sorge, auch ihr werde ich diesmal helfen. Und sie retten. Danke euch, großer Heiler, trinke dies. Und wieder erregt er sich auf, sie wird es schaffen. Vielen Dank und auch der Göttin des Lichts. Es freut mich, dass du die Frau retten konntest. Ich habe erfahren, dass sie eine Ordensritterin war. Ich schlage vor, wir ruhen uns aus und wir werden in aller Frühe die nächsten Menschen retten. So, jetzt bin ich gespannt. Hier kommt die Auswertung. Ja, gerettet, gerettet. Ja, wie? Schon wieder ein geheimes Ende? Gibt's ja nur geheime Enden, oder was? Wo bin ich hier? Du bist hier in der Totenwelt. Was? Wieso? Du hast die Regel 2-mal gebrochen. Wo willst du hin? Ich... Zeit, dass du deine gerechte Strafe erhältst. Nein! Tja. Du hast zwar das geheime Ende erreicht, aber dies hat nicht zum richtigen Pfad der Story gebracht. Wiederhole die Errettung der Menschen nochmal. Versuche die richtigen... Ja gut. Okay, das mache ich dann aber offscreen, indem ich dann jetzt quasi die ersten 2 rette und die letzten 2 sterben lasse. Genau, so mache ich das dann und ja, dann schauen wir mal. So, da sind wir wieder. So, jetzt habe ich auf jeden Fall die ersten 2 gerettet, die letzten 2 sterben lassen. Und ja, du hast richtig geahnt, die Geschichte geht weiter. Oh, ich verstehe. Das heißt, dann wäre das Spiel an der Stelle eigentlich zu Ende gewesen. Und jetzt, da ich das jetzt richtiger bekommen habe, geht es weiter. Okay, das ist aber auch ein bisschen seltsam dann. Weil wenn man das geheime Ende erzielt hätte, erspielt hätte, dann, naja, dann, dann hätte ja sogar... Vielleicht ein Großteil vom Spiel gefehlt, ne? Das ist, auch ein bisschen komisch. Du kennst die Regeln, oder? Ja. Du bist der Einzige, der mich sehen kann. Für die anderen bin ich komplett unsichtbar. Und du weißt auch, was passiert, wenn du sie brichst? Das ist mir bewusst. Aber warum mussten einige sterben? Wegen der Hungernot. Es leben einfach viel zu viele Menschen auf dieser Welt. Durch ihre Tode können wir die Hungernot bekämpfen. Der Krieg, der wird ein Ende haben, sehr bald. Guten Abend, gut geschlafen. Ich hoffe, du konntest mit deinem Handeln nachdenken. Bitte komm schnell. Ich bin ein Priester, unser König ist krank. Oh, klasse, wieder jemand, den ich sterben lassen kann. Was? Bitte kommt mit mir mit, ich warte auf die Marke so für euch. Der Marketplace. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Ah ja. Der Marktplatz da. Dort befindet sich nicht aber noch. Wir müssen weiter nach Norden. So, was können wir denn hier machen? Guten Tag, ich habe gute Waren. Ja, das sagen sie alle. Okay, aber das scheint dann tatsächlich jetzt richtig weiterzugehen. Und ansonsten, wenn man sich falsch entschieden hätte, wäre das Spiel dann komischerweise
einfach vorbei gewesen. Ich dachte, dann kommt halt einfach nur ein anderes Ende und das war's. Aber okay. Gegen Ängste. Gegen Schmerzen. Hört eure TP um 50 Punkte. Diese Tragung wurde aus der Kontrolle hergestellt. Ja, keine Ahnung. Erstmal noch nichts, weil ich weiß ja nicht, ob ich was davon gebrauchen kann. Oh, eure Rüstungen. Ihr meint meine Rüstung? Ja, ich kann sie kostenlos verbessern, aber ihr dürft nur eine aussuchen. Dafür reicht mein Material nicht aus. Oh. Was soll verbessert werden? Ja, ist doch eigentlich egal, oder? Ach komm, nehmen wir einfach die Brust. Sehr wohl. Bitte sehr, eure verbesserte Rüstung. Zieh deine Rüstung an, du wirst zum Schluss oder später geheilt. Rüstung. Ja, rüsten. Du. Oh, ich habe ja gar nichts. Ah ja. Wunderbar. Berührungsbrennen. Okay. Interessant. Ja, das finde ich auch gerade ein bisschen komisch. Er heißt Seeleben. Aber, ja, Vater. Ich meine, das ist kein Name, ne? Das ist nur ein Status, eigentlich. Ja. Die würde ich auf jeden Fall auch noch einen Namen geben. Oh. Okay. Das Spiel ist anscheinend sehr traurig, wenn ich auf Spielende drücke. Kann ich eigentlich jetzt speichern? Warum kann ich nicht speichern? Das ist... finde ich nicht so schön. Bitte kommt! Kommt herein. Mein König, der Heiler ist da. Sie kommen zu euch. Ja, natürlich laufst du da wieder. Was ist los, Selim? Da stimmt was nicht. Große Göttin des Lichts, zeig mir die bösen Mächte. Ich sehe dich. Ja, genau, mein Fertig. Was tust du da, Vater? Heile ihn. Jawohl. Hast du dich nie gefragt, warum die Heilung der Kranken nur im Dunkeln geschehen muss? Wegen dem Kraut, es funktioniert nur im Dunkeln. Nein, weil dieses Wesen kein Licht erträgt. Er ist ein Hüter. Die Hüter sind es, die mit uns im Krieg sind. Er ist der Drahtzieher des Krieges. Deswegen wollte er den König töten, damit er den Krieg gewinnt. Und er ist derjenige, der die Krankheit ausgebreitet hat. Ich muss ihn töten, für den Orden, für alle Menschen auf diesem Land. Der Hüter, Fragezeichen, greift an, okay. Kampf. Technik. Ich kann nichts. Zumindest jetzt nicht. Ja. 12 Schadenspünktchen, auch das ist ja lächerlich. Sowas nennt sich Hüter der Dunkelheit. ich kann immer noch nichts einsetzen. Dann nochmal Angriff. Setz Schatten der Schmerzen ein. Ja, okay, das haut schon ein bisschen mehr rein. Schild stärkt und senkt den Schaden des Gegners, dass sie werden. HP erholt. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Ja, macht 200 bis 300 Schaden. Auch das hört sich nice an. Ich würde aber schon gerne wissen, wie viele Lebenspunkte der hat. Hüter setzt Schatten der Angst ein. Ja, wie Vater bekommt Angst. Warum habe ich keine Items? Ach ja, weil ich hier keine gekauft habe. Ja gut, aber ich konnte nicht wissen, dass es zu sowas kommt. Das ist immer das Problem dabei. Ja, was denn noch alles? Ja, noch besser. Und ich habe nichts. Nichts, was ich machen könnte dagegen. Entfernt alle Zustände und ihr werdet geheilt. Verteidigung wird Verteidigung verstärkt. Die Macht des Ordens. Oh, das hört sich sehr gut an. Das könnte die Hoffnung sein. Für mich. Drei Runden Schadenspunkte. Berührungsbrennen. Ja, das wird eigentlich auch nicht so schlecht. Eigentlich. Dodge-Schaden.
aber ich kann wohl nichts einsetzen durch die Angst. Das heißt, ja. Und dann kann man natürlich auch die Staatsveränderung nicht loswerden. Weil ich bin, meine TP sind ja über 50 und ich kann nichts davon einsetzen. Das liegt wahrscheinlich an der Angst. Naja, und jetzt, wo ich noch blind bin dazu, dann werde ich wahrscheinlich sowieso nichts treffen. Okay, hin und wieder doch ein bisschen. Ich frage mich nur, warum ich MP habe, obwohl ich es dann eigentlich gar nicht brauche. Ja, das wird wahrscheinlich jetzt eh erstmal nichts in der Runde. Vielleicht in der nächsten. Ja. Nein, ich kann weiterhin nichts einsetzen. Die Angst, die bleibt wahrscheinlich. Ja. Ach. Okay. Okay. Nanu, Spezialfähigkeit. Die Macht des Ordens. Entfernt alle die Schöne, Heid und Wunsch. Mein Gott, was ist denn das für eine epische Animation jetzt hier? Mitten im Kampf. Das war ein bisschen seltsam. Und warum gibt es jetzt keine Kampfmusik mehr? Ich dachte, die Blindheit ist jetzt geheilt. Blieb unverletzt. Ja gut, ich sag mal, das ist schon cool gemacht, ne? Aber... Okay, wow. Es ist cool gemacht, aber es ist trotzdem seltsam. Sagen wir mal so. Ja, genau. Heil dich noch. Tja. Eigentlich schon verkackt, würde ich sagen. Macht jetzt auch nicht sonderlich viel Schaden, aber trotzdem. Ich muss wieder auf die Macht des Ordens hoffen. Oh ne, ihr habt es geschafft. Ja, aber es war auch seltsam, dass auf einmal keine Kampfmusik mehr zu hören war. Keuch, keuch, keuch. Jetzt kriegst du deine gerechte Strafe. Von wegen. Puh, hat er jetzt etwa... Ist das wahr, was du das? Natürlich nicht, er hat gelogen, er war neidisch auf deinen Erfolg und wollte dich später auch beseitigen. Deswegen wollte er mich töten, deswegen habe ich ihn getötet, und damit das Elfen auch nicht mehr wirkt, so. Ich verstehe, da bist du kein Hüter. Ja, lass uns mit der Rettung der Menschen fortfahren. Du willst deinen Großvater ja nicht enttäuschen. Ja. Hallo, der hatte gerade den Vater getötet, sagst du nichts dazu? Nein, gar nicht, wir fahren fort, auch wenn der Verlust meines Vaters sehr schmerzt. Vater? Ja, okay, aber... nee, so reagiert doch kein Mensch, wenn er... seinen Vater verliert. Mann, verdammt! Also, ich würde jetzt überhaupt nicht mehr tun, was er sagt, nachdem er meinen Vater getötet hat. Das gibt's doch gar nicht. Das ist einfach jetzt so im Nebenbei passiert. Hallo, ist das nicht ein schöner Tag? Das ist der emotionsloseste Hauptcharakter aller Zeiten. Wer seid ihr? Ach ja, ich bin der Gesandte. Ich habe die Kutte abgelegt. Oh, stimmt, dieser Name. Weil ich komme einfach nicht drauf klar. Dieser Priester, der gerade den Vater umgebracht und dann... das ist natürlich ein bisschen schade, dass mein Vater tot ist, ne? Aber gut, ich mache dann weiterhin, was du von mir verlangst. Was? Nein! Als ob das gerade passiert ist. Oh, stimmt, diese Narbe. Lass uns sehen, ob noch einige Hilfe brauchen. Ja. Mein Vater hat also doch gelogen. Was ist los? Nichts, alles gut. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Woher hast du diese Narbe? Das ist eine andere Geschichte. Was hat es eigentlich mal mit der anderen Geschichte auf sich? Endlich habe ich euch gefunden. Ich brauche erneut eure Hilfe. Der Sohn des Königs ist schwer krank. Solltet ihr ihn retten, werdet ihr den höchsten Ordensrang erhalten. Die Krone. Wir sind unterwegs.
Wieso ist der Prinz plötzlich krank? War es etwa sein Werk? Halt, was will dieser Mann hier? Er ist sein Assistent. Ich stehe ihm bei. Er steht mir bei, das bedeutet, dass ich den Prinz töten muss? Er hat es also doch getan, nur weil ich den Tod des Königs verhindert habe. Jetzt verstehe ich dich, Vater. Na schön. Öffnet die Tür. Ihr dürft eintreten. Kommt, lass uns gehen. Bitte helft meinem Sohn. Seid unbesorgt, großer König, wir werden ihn heilen. Die Göttin sei mit euch. Hehehe. Was ist denn jetzt wieder? Von welchen Regeln sprichst du? Ist der Großvater nicht tot? Ah ja gut, okay, jetzt wahrscheinlich Rückblick in die Vergangenheit. Dann hätte ich das aber vielleicht so ein bisschen grauer gemacht, dass man dann auch vielleicht direkt weiß, dass das eine Szene aus der Vergangenheit ist. Beziehungsweise dadurch kann man sich das vielleicht auch schon eher denken. Vergiss es nicht, deinem Enkel die Regeln zu erläutern. Also nur dein Enkel hat die Gabe, den Menschen zu helfen. Das Heilmittel ist nur wirksam, wenn es der Überbringer, der die Heilkräuter selbst geerntet hat. Niemand sonst außer mir. Warte mal. Das Heilmittel ist nur wirksam, wenn es der Überbringer die Heilkräuter selbst... Wenn der Überbringer die Heilkräuter selbst geerntet hat, oder? Nicht, wenn es der Überbringer die Heilkräuter selbst geerntet hat, das hört sich irgendwie komisch an. Niemand sonst außer mir. Diese Macht durch mich hat einen Preis. Ich entscheide über das Leben und den Tod. Also sollte ich bei den Kranken vor Ort sein, muss dieser Mensch sterben. Das ist grausam. Ich weiß nicht, ob ich deine Hilfe brauche. Wie du willst. Ich kann jederzeit verschwinden, aber dann geht es den Menschen dreckig. Wartet! Wir erinnern uns, der Sohn des Königs war krank und jetzt ist es deine Aufgabe, wie es dem Prinzen ergehen soll. Also ich will ihn schon retten, ehrlich gesagt, tatsächlich. Weil ich habe Angst, dass ich dann wieder so ein Geheimsende freischalte und alles von vorne machen muss. Wo bin ich hier? Du hast wieder die Regel gebrochen. Ja, Junge, du hast gesagt, wenn du an dem Toten bist, stehst, dann soll dieser Mensch sterben. Und es war alles dunkel, ich konnte nichts sehen. Also, ich könnte doch nicht richtig oder falsch entscheiden. Ich musste einfach irgendeine Random-Auswahl treffen. Siehst du die Kerzen? Diese zeigen an, wie lange der Mensch noch lebt. Und da ist eine Kerze. Diese zeigt die Lebensspanne des Prinzen an. Aber seine Kerze ist sehr kurz. Dann wird er so oder so sterben. Du Mistkerl. Aber ich will nicht so sein. Ich kann ihn retten, indem ich seine Kerze auf eine längere setze. Und zwar deine. Was? Nein, dann werde ich sterben. So will es das Schicksal. Du schenkst dem Prinzen dein Leben. Jetzt habe ich es endlich verstanden. Ich weiß genau, was ihr wollt und wer ihr seid. Jetzt beginnt ein besonderer Kampf. Jeder von euch hat Willenspunkte VP erhalten. Versuche, die Willenspunkte auf 0 zu reduzieren. Ja, und wie? Die Willenspunkte kannst du... Ah ja. Indem du mit richtigen Argumenten den Gegenüber angreifst. Aber sollten sie nicht überzeugend sein, dann wirst du Willenspunkte verlieren. Ich kann sehr überzeugend sein. Du bist ein... Nein, er ist definitiv kein Seelenfreilasser. Also, okay, kommt mir jetzt ein bisschen vor wie bei Wer wird Millionär. Nur auf Leben und Tod. Also A, sie sind ein Seelensammler. B, sie sind ein Seelenfreilasser. Oder C, sie sind ein Seelenfresser. Was davon ist richtig, meine Damen und Herren? Kann ich nicht den 50-50 Joker nehmen? Ah ne, es sind nur drei, verdammt. Drei lässt sich nicht durch zwei teilen. Also schon, aber dann kommt keine gerade Zahl bei raus. Publikumsjoker, wo will ich uns mal gucken? Außer mir ist eh keiner hier. Was gibt's denn noch? Telefonjoker. Moment. Ich rufe mal meine Mutti an. Kleinen Moment. Ah ja. Ja, hallo Mutti, ich bin's. Bernbruder, ne? Ich wollte nur sagen, dass ich
hier vor einem, also ich bin jetzt nicht wirklich, wer wird Millionär? Ich bin hier bei sowas anderem, ähnlich in der Art oder so. Ich wollte dich fragen, dieser Typ in diesem Sommerjam-Spiel von Seele, ne? Weißt du, nee, weißt du nicht. Ja gut, ist egal. Auf jeden Fall, da ist jetzt so ein Dude mit Kapuze und roten Augen. Und ich würde gerne wissen, was genau das für ein Dude ist. Ja, und also hier sind jetzt so drei Antwortmöglichkeiten. A. Seelensammler, B. Freilasser oder C. Seelenfresser. Okay, du sagst C. Seelenfresser. Ja gut, alles klar. Dann vertraue ich dir mal und lege auf. Ne? Okay, jo. Ja, ich hab dich auch lieb, Mutti. Ja, okay, tschüss. So, alles klar. Mutti sagt Seelenfresser, also wird das wohl stimmen. Aha, hast du einen Beweis? Scheiße, ich hätte nicht auflegen sollen. Sie hätte mir noch die andere Möglichkeit sagen sollen. Ich sage einfach immer ja. Es gibt keine Seelenfresser auf dieser Welt. Falsche Antwort. Ja, hätte ich auch sagen können. Ja, dann bist du halt ein Seelensammler. So. Aha, hast du einen Beweis? Ja. Es gibt also Seelensammler. Soll das deine Antwort sein? Ja, ich habe es gesehen. Tatsächlich? Wann sollst du es gesehen haben? Ja, das weiß ich doch nicht, Mensch. Ich kenne... Das ist alles... Das ist einfach ein Ratespiel hier. Was soll ich machen? Ja, gar nicht. Das wäre eine ganz tolle Antwort. Als Kind... Da muss ich... Keine Ahnung... Ich sag mal so, da in der Zwischen... Also warte mal, ist er jetzt nicht ein Jugendlicher? Aber doch klar. Er hat ihn schon als Kind gesehen, ne? Also da war er schon ein Kind, da hat er diesen Dude gesehen und der ist so ein Seelenfresser. Also wenn es stimmt, dann das... Wieso? Du weißt es nicht? Doch, ich weiß es. Naja. Ich habe gesehen, wie ihr im Mondlicht gebadet habt und dadurch die Seelenteile gesammelt hast. Da klang irgendwas falsch im Satz. Wieso sollten es Seelen sein? Wieso sollten es Seelen sein? Mein Gott. Kann ich jetzt eigentlich mal ein bisschen WP abziehen? Weil ihr es verraten habt? Mein Großvater es erzählt? Ja, okay. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Mein Großvater ist erzählt. Wie soll dein Großvater es erzählt haben? Also er, echt jetzt? Wieso sollten es Seelen sein? Ja, dann hast du das halt verraten, mein Gott. Wie soll ich es verraten haben? Hierdurch. Aber ich bin nicht gekommen, um dich zu loben. Ich bin wegen einer schlimmen Nachricht hier. Ich wollte dir mitteilen, dass dein Großvater gestorben ist, aber seine Seele ist sicher bei mir. Oh, ich verstehe. Man muss da so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ihr habt es verraten, als ihr gesagt habt, dass mein Großvater gestorben ist. Ihr seid eindeutig ein Seelensammler. Oh, tja, das hat wehgetan, wa? Und ich glaube... Großvater ist hier. Du hast meinen Großvater getötet. Ja doch, irgendwie schon, ne? Du hast meinen Großvater getötet. Mein Großvater war anders als nur ein gebrechlicher alter Mann. Ich wusste, in ihm steckt etwas. Nicht in ihm. Seine Seele war nicht schwach. Aha. Du hast meinen Großvater getötet. Und warum sollte ich dies getan haben? Und warum sollte ich dies getan haben? Weil ihr dadurch... ich würde sagen, mächtiger werdet. Ich denke... Unsterblich ist er schon, zumindest rein theoretisch. Also kann wahrscheinlich nicht altern, aber an sich kann er wahrscheinlich trotzdem sterben durch, keine Ahnung, Magie oder so. Aber halt nicht alters, also nicht eines natürlichen Todes. Jünger werde? Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube mächtiger. Ihr werdet mächtiger. Ich habe es gesehen, als ihr meinen Vater getötet habt.
Keuch, keuch, keuch. Jetzt kriegst du deine gerechte Strafe. Von wegen. Schattensense. Wäh. Puh. Dabei auch einige Seelenteile auf euch zugekommen und nicht wenige. Mein Vater hatte eine sehr starke Seele. Ich spüre, meine Macht steigt. Ihr habt auch gesagt, dass eure Macht steigen würde. Deswegen hattet ihr auch die Kinder und die Alten verschont. Da sie eine zu junge oder schwache Seele hatten. Und mein Großvater war auch ein mächtiger Mensch, nur die Ritter mussten sterben, da sie starke Krieger waren, genau wie mein Vater. Boah, das hat wehgetan, wa? Woran hast du das erkannt, dass es Ritter waren? Ich habe erkannt. Ich schätze von der Einrichtung. Was war in den Einrichtungen? Das war. Ja, toll. Mann. Die Gesichter nicht, dann halt Garderoben. Deswegen gerade die Garderoben. Okay, das scheint richtig zu sein. Aber auf solche Details habe ich tatsächlich nicht geachtet. Aber eigentlich nicht schlecht, dass man hier tatsächlich nicht wieder auf die Details achten muss. Nur wenn man das nicht weiß, dann tut man das vielleicht eben nicht so unbedingt, ne? Dann ist das eher so ein Ratespiel. Ich habe sie gesehen, dort im Erdgeschoss von Rüstungen, und dieser muss der Erkrankte getragen haben. Das war keine Frauenrüstung. Als die andere Patientin starb, schrie mein Vater an. Sie war eine Orksritterin, verdammt! Und ihr hattet dann zuvor die Seele eingesammelt. Das waren alles Ritter mit starker Seele. Und warum sollte ich all dies tun? Na, da ihr, böse seid ohne besonderen Grund, es tust. Da ihr böse seid ohne besonderen Grund, es tust. Hä? Was ist das wieder für... Da ihr über die Götter hinausgehen wolltest? Da ihr den Krieg gewinnen wolltest? Hä? Das hört sich wie... Die setzen sich ein bisschen komisch an. Wenn da steht, nun da du den Krieg gewinnen wolltest, dann okay, aber nicht, wenn da ihr steht davor, dann hört sich das als falsch an. Wobei, wenn da stehen würde, nun da du böse seid, ohne besonderen Grund es tust, dann hört sich das auch noch falsch an. den Krieg gewinnen wolltest. Ich glaube, da war, ich meine, der hat sowas gesagt. Über die Götter hinaus. Es ist verführerisch, das erste zu nehmen, aber ich glaube, es ist tatsächlich das letzte. Den Krieg. Ja, den Krieg. Mein Vater hatte recht. Ihr seid der Drahtzieher des Krieges. Woran hast du das erkannt? An eurer Narbe. Denn jeder, der Krieg beteiligt ist, hat immer eine Narbe. Das weiß man einfach. An euren Verhalten. Ach Gott, was sind das für komische Antwortmöglichkeiten an das Verhalten der Menschen? Sagen wir einfach eine Narbe. Das war der Grund. Wieso? Was weißt du von der Narbe? Nämlich gar nichts. Scheiße, du hast recht. Und nu? Dann eben an eurem Verhalten, was soll das? Das war der Grund. Wieso? Was war an meinem Verhalten? Mann, das würde echt hier ein Duell auf Messers Schneide. Ihr wart immer dort bei den Menschen, die euch gefährlich sein können. Bei diesem Haus genauso. Alle waren Ordensritter. Die Ordensritter waren gefährlich für euch. Das hat wehgetan. Deswegen hast du auch die Ritter sterben lassen und der Armee zu reduzieren. Und auch... Ja, König und Prinz. Warte mal. Wobei, der hat doch irgendwie alle sterben lassen. Wie soll er selber getötet? Den König hat er nicht getötet, den Prinzen auch nicht, aber er wollte es. Die beiden hat er tatsächlich getötet. Ja, komm. Habe ich mich auch so verhalten? Ja. Okay, war tatsächlich richtig. Mein König, der Heiler ist da. Sie kommen zu euch.
Ihr wart dort, genauso wie bei den anderen Ordensrittern. Öffnet die Tür. Ihr dürft eintreten. Kommt, lasst uns gehen. Bitte helft meinem Sohn. Sei unbesorgt, großer König, wir werden ihn heilen. Die Göttin sei mit euch. Zuvor wolltet ihr mich unbedingt begleiten, als stündet ihr dabei bei dem Kranken. Halt, was für dieser Mann hier? Er ist. Sein Assistent, ich stehe ihm bei. Na schön. Der König und der Prinz sollten auch sterben. Da wärt ihr sehr mächtig und die Menschheit wäre verloren. Ihr wolltet nicht nur ihre Kampfstärke reduzieren, sondern auch ihre Seelen. He, he, he. Warum habe ich den König nicht getötet wie deinen Großvater? Warum habe ich den König nicht getötet? Ihr konntet den König nicht töten, weil ihr zu schwach wart. Das sowieso? Ihr euch verraten hattet. Mein Vater euch... Ja, das war es doch. Sonst hätte er den ja getötet. Aber das erste stirbt er auch. Naja, egal. Ich wäre aufgehalten. Ja, das ist richtig. Du nah. Ich hätte es nach dem Kampf tun sollen. Warum habe ich den König nicht getötet wie dein Großvater? Moment mal, ich... Aber der hat... Der Vater hat den doch aufgehalten. Der hat es doch dadurch verhindert. Ich habe keine Ahnung, wie ihr euch verraten habt. Aber meine WP sind auf Null gesunken und ich bin trotzdem noch da. Ich hätte mich verraten? Ja. Tja, war auf jeden Fall richtig. Und warum läuft jetzt die Lucky Chucky Musik im Hintergrund? All dies wurde geschehen, als ihr meinen Vater getötet habt. Schattensense. Puh. Die Fenster waren zerbrochen. Der Boden hatte einen ungewöhnlichen Riss. Man hätte erkannt, dass ihr ihn getötet habt. Ich danke dir. Die Zeit mit dir, sie war schön. Ja, das war sie. Komm ich mal besuchen. Ach ja, das war ja noch die Zeit, wo der Protagonist noch keinen Charaktersprite hatte. Weißt du, seit dem Tod von deiner Mutter warst du der Einzige, der bei mir war. Aber du musst gehen und den kranken Menschen helfen. Ich warte auf dich. Mein Großvater war allein und sein Haus wurde kaum betreten. Deswegen hätte man dies viel zu spät entdeckt. Ah, ich kann nicht mehr. Dein Wille ist gebrochen. War das nicht schon vorher? Und jetzt gib sie mir. Ich habe verloren. Endlich. Ich check's irgendwie nicht. Teilweise. Ja, der besondere Kampf. Seelensammler, genau. Oh, wisst ihr was? Ich werde dann das, was wir schon kennen, dann erstmal für mich nochmal quasi machen. Das müsst ihr ja nicht nochmal sehen. Und dann, sobald es wieder vom Neuen weitergeht, dann ja, dann seht ihr dann auch wieder dabei zu. Also bis gleich. So, and here we go again. Ich denke mal, das war hier. So, und jetzt ja, bleibt dann hier zumindest noch die letzte Möglichkeit übrig, weil ihr zu schwach wart. Ich soll zu schwach sein. Ja. Ich bin gar nicht schwach. Außerdem war der König schwach und krank. He, he, he. Oh, war das etwa doch falsch? Okay, dann hat er sich wohl doch verraten. Ich hätte mich verraten. Ja. Ah ja, stimmt, das war das. Mann, ich Idiot. Das war jetzt verschenkt. Stimmt, das hatten wir ja schon. Ja gut, aber das, was danach kommt, das hat man dann noch nicht gesehen, so. Wunderbar. Ah, deine Kraft steigt. Meinst du, ich wäre erwischt worden, aber ich bin doch nicht für alle sichtbar? Doch, man hätte euch entdeckt. Dann erkläre es mir, wie hätte man mich entdeckt? Aber warte mal.
Boah, weiß ich jetzt gar nicht, bin ich mir das nur ein oder hatte ich dann nicht doch, hatte ich nicht doch. Ich hätte schwören können, ich hatte vorhin was anderes gewählt und es war falsch gewesen. Beziehungsweise das, was ich jetzt gewählt habe, war vorher falsch gewesen. Oder, naja, gut, vielleicht bin ich mir das auch nur ein. Werde ich dann ja nachher sehen, wenn ich das Video bearbeite. Dann erkläre es mir, wie hätte man mich entdeckt? Keine Ahnung. Starke Seele? Was soll die starke Seele tun? Die Seele, die stark es könnte. Achso, okay. WP sinken, aber die Kraft steigt. Dann hätte ich mich entdeckt, dann erkläre es mir. Ja, dann halt durch die Götter. Durch wen denn sonst? Was sollen die Götter tun? Einiges. Okay, Gott sei Dank war richtig. Aber das ist ja eher ein Ratespiel hier. Das ist eigentlich Trial and Error. Was ist los, Selim? Da stimmt was nicht. Große Göttin des Lichts, zeige mir die bösen Mächte. Ich sehe dich. Ach ja, stimmt. Er hat da was mit Göttern gesagt. Von der Göttin des Lichts wurdet ihr enttarnt? Wenn schon. Und so konnte mein Vater dich angreifen. Ihr wart nie für immer unsichtbar. Ha. 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 Du hast einen Fehler gemacht. Du hast gesagt, der Prinz sollte auch sterben. Aber wieso habe ich ihn verschont und im Austausch dich zum Tode verurteilt? Weil ihr nicht in seiner Nähe wart, weil ich die Regel gebrochen habe, weil ich mächtiger bin als ihr. Stimmt doch alles, stimmt das nicht alles? Weil ich die Regeln gebrochen habe. Ja, beim König habe ich sie gebrochen, ne? Davor nicht. Ja, aber ich meine, ich bin ja auch mächtiger als er, also. Aber auch wenn ich die Regeln gebrochen habe, nicht wahr? Was haben die Regeln damit zu tun? Ich habe die Regel zweimal gebrochen, somit habt ihr mich zum Tode verurteilt. Das ist richtig. Ich habe mich zum Tode verurteilt. Aber was hat dies mit dem Prinzen zu tun? Good point. Ja, dann halt eben, weil ihr nicht in seiner Nähe wart. Was hat das mit der Nähe zu tun? Das will ich dir erzählen. Na, Gott sei Dank. Ihr wart immer in der Nähe, um die Seele zu holen. Die Seele des Prinzen wäre verloren gegangen, da sie dann in den Himmel hinabgestiegen wäre. Ihr musstet immer in der Nähe sein, wenn ein Mensch stirbt. Und die Seele des Prinzen hättet ihr immer noch holen können, deswegen habt ihr ihn verschont. Und warum wollte ich dich töten und nicht jemand anderen? Oh, habe ich ihn gerade doppelt so viel abgezogen, kann das sein? Ihr wollt meine Heiltränke, ja ganz bestimmt. Ja, ihr wollt einfach meine Seele. Deine Seele. Wieso? Weil du durch mich sehr mächtig werden könntest, da ich der Enkel bin von meinem Großvater, der eine starke Seele besitzt, sowie auch der Sohn bin von meinem Vater, der wiederum auch eine starke Seele besitzt und von den Generationsstufen von mir eine große, machtvolle Seele. Ah, du verdammtes Kind! Ich werde nicht verlieren. Hä, hast du doch schon, deine WP sind auf Null. Ja, komm, jetzt hau mal auf mit der Show. Das bringt natürlich eh alles nichts. Ja. Also mit anderen Worten, es war alles nutzlos. Das war's dann. Mein Wille ist zurückgekehrt. Einfach so, spontan. Ich bin noch nicht fertig. Was? Die Antwort von allem wäre: Du bist ein Gott? Nein. Du bist ein Hüter? Sowas in der Art. Ach doch, klar, da stand doch, ne? Dass das ein Hüter ist. Meine ich irgendwo. Und wenn das nicht stimmen sollte, dann kann ich noch den Tod nehmen. Also, weil ein Gott, ne, da kannst du mir nicht erzählen. Ha, 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 ich soll ein Hüter sein? Ja, das seid ihr.
Das kann nicht sein, das... Und was ist, wenn er jetzt wieder spontan seinen Willen findet? Dann war das auch wieder umsonst. Keuch, keuch. Keuch. Du hast verloren. Dein Wille ist gebrochen. Ihr werdet den Krieg nicht mehr gewinnen können. Ich werde gewinnen. Diesen Krieg werde ich gewinnen. Gib zu, dass du ein Hüter bist. Jawohl, ich bin ein Hüter. Aber was nützt dir diese Information? Du, warte mal, was, aber was nützt dir diese Informationen? Also entweder, was nützen dir diese Informationen, oder was nützt dir diese Information? Du wirst bald sterben, dein Lebenslicht ist erloschen. Du wirst den Krieg nicht mehr führen können, dein Wille ist zerschmettert, wir haben gewonnen. Ach, wirklich? Puh, ich bin dem Tod nahe. Jetzt gibst du mir deine Seele. Ich meine Seele wirst du den Krieg gewinnen können. Auch wenn der Prinz und der König mit dir bekämpfen würden. Irgendwie hört sich das auch nicht ganz richtig an. Auch wenn der Prinz und der König mit dir entweder kämpfen würden oder dich bekämpfen würden. Du warst die ganze Zeit hinter meiner Seele her. Ich hole sie mir. Aber ohne meinen Körper kannst du keine Seele erfassen. Nein! Nein, nein, nein! Gilt nicht nochmal. Glückwunsch, du hast das Spiel durchgespielt. Warte mal, ist er dann jetzt gestorben? Oder was? Oh Mann. Nach dem Credit wird verraten, um welche Sage, Märchen, Legende es sich handelt. Okay, stimmt. Weil, da habe ich jetzt kein Märchen tatsächlich erkannt. Der Gesandte ohne Kutte, mystisches Wesen versteckt, mystisches Wesen, Animation. Ich muss sagen, die Story verstehe ich auch nicht so ganz. Oh, der Kaius hat auch sich daran beteiligt. MS Pandora. Okay, aber die Credits, die sind cool gemacht. Das muss ich auch schon sagen. Zenge Mondhimmel, Schildzeichnung Sukira, Ordensschild. Jamaica MV, Gacha Gacha Games, Kadokawa, Yui Oyama, Digisa, Tilesets Reef Map, Digi ist Fire Animation. Macht das Horns, Schatten, Inferno, Credits, Dexamination, bla bla bla. Okay, ja gut. Währenddessen können wir ja nochmal ein bisschen raten, um welches Märchen es sich dabei handelt. Aber ich muss echt sagen, ich fand das storymäßig schon ein bisschen wir. Sehen wir und sagt danke fürs Spielen und für eure Unterstützung. Nein, meine Seele kriegst du nicht. Logozeichnung Pandemaru. Es geht los. Es war ein Märchen von Gebrüdergänge. Das habe ich schon fast gedacht. Der Gesandte? Oh. Okay, das Märchen kann ich tatsächlich nicht. Ach so, ja gut. Der Gevattertod. Okay, ich habe von dem Märchen tatsächlich gehört, aber ich habe nie, ich habe es nie gesehen oder auch kein Buch von gelesen. Wie konnte das nur passieren? Mein Plan ist gescheitert. Achso, es gibt noch eine Epilog-Szene. Dann können ja doch noch vielleicht, dann kann es ja doch noch zu einem runden Abschluss kommen. Ruhe, ich sagte Ruhe. Vielen Dank. Der König wird euch bald in Kürze empfangen. Danke für euer Kommen. Ich habe Neuigkeiten. Mein Sohn hat die Krankheit besiegt und wird gesund. Die Menge jubelt laut. Ja, das haben wir gehört. Mein Sohn hat das Heilmittel vom Heiler nicht gekriegt. Er war vorher verschwunden, bevor er es überreichen konnte. Auch seine Begleitung. Mein Sohn hat den Tod besiegt. Er war wirklich von der Göttin gesegnet worden. Genau genommen war er das von mir. Die Göttin wollte seine Seele nicht in den Himmel geleiten. Er sollte hier auf dieser Welt bleiben. Sie hat Großes mit ihm vor. Wir sind willensstarke Menschen. Auch wenn wir geliebte Personen verloren haben, bleiben wir eisern und setzen unseren Lebensweg fort. Die Hüter sind unsere Feinde. Sie nehmen unsere Familie und Freunde weg. Wir müssen sie bezwingen, damit der Krieg endlich ein Ende hat.
Sie sollten aufhören, unsere wichtigsten Menschen zu vergiften. Das muss ein Ende haben, endgültig. Es lebe der König! Es lebe der Orden! Es lebe die Göttin! Ja, war das mit mir? Und so zogen die Menschen mit großem Willensmut in den Krieg. Die Hüter waren machtlos, selbst der Hüter mit der Narbe. Ohne die Seele war sein Sieg aussichtslos. Er hat endgültig verloren. Und du hast gewonnen. Ja, kann ich mir auch nichts von kaufen, bin jetzt tot. Naja, okay. Fand ich aber tatsächlich, ja, storymäßig doch schon ein wenig weird, muss ich sagen. Zumal der jetzt auch nicht wirklich, zumal der Protagonist auf mich ein wenig emotionslos wirkte, sage ich mal. Also der hat nicht wirklich schockiert auf den Tod seines Großvaters oder sogar seines Vaters reagiert, der ja sogar vor seinen Augen getötet wurde. Das weiß ich nicht, das hat ihn irgendwie kaum gejuckt, zumindest kam das so rüber. Ja, das war also eine andere Geschichte. Und was, ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was es mit dem Titel auf sich hat, eine andere Geschichte. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Okay, es ist auf jeden Fall vom Märchen Der Gevatter Tod. Ja, gut, das wird schon so einigermaßen stimmen. Also, das Märchen ist damit, also das Thema ist damit auf jeden Fall erfüllt. Ich glaube, ich werde nach der Gem nochmal ein bisschen dazu lesen, zum Märchen vom Gevatter Tod, weil das interessiert mich tatsächlich, wie die originale Geschichte ist. Ja, auf jeden Fall. Ja, Musik war eigentlich immer ganz gut. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Gut, war zwar auch viel RTP, aber die RTP-Musik war ja nicht schlecht. Also nicht schlecht ausgewählt. Title Screen, gut, das ist eigentlich Standardbildschirm, ne? Nur der Titel ist halt hier noch dazu eingefügt worden. Ja, ansonsten. Ja, Gameplay-mäßig, weiß ich nicht. Ich sag mal, ich fand es ein bisschen komisch, dass man quasi das geheime Ende erspielen konnte und dadurch dann quasi jetzt den ganzen Rest vom Spiel dann irgendwie gar nicht miterlebt hätte, ne? Das ist auch ein bisschen seltsam. Aber okay, ja, im Prinzip konnte man da wirklich nur Entscheidungen treffen. Also man muss am Anfang da diese Kräuter sammeln, man konnte Entscheidungen treffen. Und dann, gut, es gab diesen einen Kampf, der war jetzt, okay, der war jetzt nicht wirklich einfach, aber definitiv machbar. Ich meine, ich habe den ja sogar ohne Item geschafft und direkt am ersten Mal, ne? Also kann man sich nicht beschweren. Okay, das war eine Sache, was das Gameplay angeht. Ansonsten war nur so ein bisschen Story, also die Story weiterverfolgen, ohne dass da jetzt, wobei die ja auch, wie gesagt, ich fand sie ein kleines bisschen weird. Ich habe da irgendwie nicht so viel verstanden, leider. Ja, und dann noch dieser quasi, ich sag mal, ja, wie es ja auch im Spiel hieß, besondere Kampf am Ende, wo man dann quasi mit Argumenten den Typen erledigen muss. Ja, das ist vom Grundprinzip schon eine nette Idee, dass man quasi auf gewisse Details achten muss, eventuell, und die Geschichte aufmerksam verfolgen kann, um dann so besser, ne, es mit dem aufnehmen zu können. Mit dem Willensstärken-Duell, sag ich mal. Oder dem Argument-Duell. War an sich auch eine nette Idee, aber das war für mich wie so eher so Trial and Error, fand ich, ne? Also viele Dinge, wo ich dachte, ja, das ist doch passiert, beziehungsweise das lag daran, irgendwie doch nicht, dann lag es doch an was anderem. Konnte man jetzt aber auch nicht so wirklich wissen. Dann, ne, also, es gab ja wirklich viele Sachen, wo man einfach raten musste, und deswegen war es eher Trial and Error. Ja, und wenn man dann mal verliert, dann war es natürlich ein bisschen frustrierend, wenn man dann wieder von vorne dieses Argumentenduell beginnt. Ja. Und das Ende, das war so, ja, der war tot, okay, ich hab, also beziehungsweise der Hüte, der hat dadurch zwar endgültig verloren, okay, ja, aber war trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, man hat auch dieses, man hat mein Opfer irgendwie auch gar nicht gewürdigt, man hat mich ja noch nicht mal erwähnt am Ende, und irgendwie, keine Ahnung, also Großvater tot, Vater tot und dann am Ende auch noch der Enkel, und kein Tod wurde davon irgendwie so richtig betrauert, als ob die alle so eher, ja, als ob die keine Emotionen haben, diese Leute, ne? So, so kam mir das ein bisschen vor. Naja gut, von daher ist es meiner Meinung nach
Also jetzt für mich persönlich natürlich, das eher bisher schwächste Projekt. Wobei es, wie gesagt, vom Ansatz her doch schon einige gute Ideen und teilweise auch Umsetzungen hatte, aber größtenteils ja, war das jetzt nicht so prickelnd, sage ich mal, nicht so berauschend. Das Mapping und die Castsets und die Charaktersprites, die waren eigentlich ganz schick sogar, fand ich, ne? Also da kannst du dich eigentlich nicht beschweren. Waren halt erstens keine Chibis und wie gesagt eigene Castsprites, sowas ist ja auch immer was Besonderes, ne? Das natürlich schon, sag ich mal, in dem Bereich dann würde ich da schon wahrscheinlich die meisten Punkte vergeben. Aber wie gesagt, die genaue Bewertung gibt es dann, wie auch für alle anderen, in einem separaten Video. Ja, das war es auf jeden Fall mit einer anderen Geschichte. Und wir sehen uns dann zum nächsten Projekt wieder. Ja, und was das ist, weiß ich selber noch nicht. Ich würfel das ja quasi immer so aus. Und dann würde ich aber bis dahin sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.